Nächster Redner, Werner Kreuz von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir diskutieren heute den Fristsetzungsantrag, wo das Bundesgesetz mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2013 und das Bundesfinanzierungsgesetz und andere Gesetze eine Frist gesetzt wird, dass es am 28. März 2017, damit wir das im nächsten Plenum beschließen können. Warum wollen wir diese Änderungen? Kollege Rossmann hat es schon breit ausgeführt. Es geht einerseits um das Spekulationsverbot, aber andererseits auch um die Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes. Was spricht dafür, dass wir dieses Bundesfinanzrahmengesetz und das Bundesfinanzgesetz im einen diskutieren und miteinander beschließen wollen? Das Bundesfinanzrahmengesetz wird im Frühling immer als einer von vielen Brocken im Budgetausschuss diskutiert. Es wird kaum wahrgenommen und es wird abgestimmt. Aber genau dieser Vierjahresplan ist eigentlich das Essentielle, das uns als Abgeordneter besonders interessieren muss. Im Herbst haben wir eine breite Diskussion über das Bundesbudget. Und wenn man das hier mitmacht, haben wir Abgeordneten die Möglichkeit, hier jeweils mit dem Ressortminister seine langfristige Planung zu diskutieren und wie das langfristig in den Plan unterzubringen ist. Daneben haben wir andere Vorteile schon gehört, wie dass es hier eine maßgebliche Vereinfachung sowohl im parlamentarischen Ablauf, aber auch im logistischen Ablauf, da man nicht so viele Änderungen wieder machen müssen, aber auch in der Verwaltung dazu kommt. Die unionsrechtlichen Vorschriften werden eingehalten und wir können auch im Frühling über diese Stellungnahme im Zuge der Vorschriften, die wir nach Brüssel melden müssen, können wir ebenfalls durchführen. Meine Damen und Herren, die Information des mittelfristigen Planes ist eine sehr wichtige. Ich denke mir, wenn wir das gemeinsam mit einer Budgetwoche gemeinsam mit einem 2-3-tägigen Plenartag durchführen, geht die Information über die Langfristigkeit, über die vierjährige Planung wesentlich tiefer hinein und hat wesentlich mehr öffentlichen Zugang. Daher auch dieser Fristsetzungsantrag. Warum der Fristsetzungsantrag da ist? Ja, wir haben eine Tradition, dass der Tagesordnung einstimmig von allen Fraktionen unterschrieben wird. Den sogenannten Umlaufbeschluss. Das heißt, dass ein Sprecher einer Partei die Tagesordnung oder den ganzen Ausschuss blockieren kann. Dazu gibt es in der Geschäftsordnung den Fristsetzungsantrag, damit hier der Nationalrat sagen kann, ja, wir wollen über dieses Thema diskutieren. Wir stellen uns dieser Diskussion und auch die heutige Wortmeldung zeigt schon, dass wir uns der Diskussion zu stellen haben. Die unterschiedlichen Meinungen sind teilweise schon da. Das wird auch im Budgetausschuss dementsprechend diskutiert werden können. Und so können wir auch zu einem Ergebnis kommen, wie die Mehrheit in diesem Hause zu diesem Thema steht. Aus diesem Grund denke ich mir, die Fristsetzung ist sinnvoll, die Fristsetzung ist wichtig und bitte um breite Unterstützung. Danke. Argumentiert Werner Kreuz, Finanzsprecher der ÖVP.